Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung porträtieren wir die Maria Zellerbahn. Die schmalspurige Gebirgsbahn wurde schon vor über 100 Jahren elektrifiziert, um dem riesigen Ansturm an Pilgern in den Wallfahrtsort Mariazell Herr zu werden. Jahre später ging es der Bahn dann etwas schlechter, ja, sie sollte sogar stillgelegt werden. Aber die Mariazellerbahn ist gerettet. Mit Millionen Aufwand wurde sie zu einem Vorzeigeobjekt. Und die nagelneuen Triebzüge haben den passenden Namen bekommen: Himmelstreppe. Ausgangspunkt St. Pölten. Eine Bahn auf dem Weg in die Zukunft. Aber mit einer lebendigen Vergangenheit. Legendäre Loks. Ein neues Betriebszentrum. Spektakuläre Viadukte. Modernste Züge. Wildes Gebirge. Und der berühmteste Wallfahrtsort Österreichs. An der Westbahn, der Strecke zwischen Salzburg, Linz und Wien, liegt St. Pölten. Von dort führt die Mariazellerbahn nach Kirchberg an der Pilach, weiter nach Laubenbach-Mühle, Wienerbruck und schließlich nach Mariazell. Morgens am Bahnsteig in St. Pölten begegnen sich Pendler wie Touristen. Für die einen ist die Landeshauptstadt Niederösterreichs Arbeitsplatz, andere starten hier ihren Ausflug ins Gebirge. Aber fast wäre die Mariazellerbahn stillgelegt worden. Der Landesrat aber, Karl Wilfing, zuständig für Verkehr in Niederösterreich, hatte Großes vor mit der Bahn. Nicht Auslaufmodell, sondern Zukunftsprojekt sollte sie werden. Wir stellen die Mariazellerbahn in den Mittelpunkt mit der Himmelstreppe als die Bahn Niederösterreichs und damit auch für uns ein USP. Wer in Zukunft im dritten Jahrtausend mit der schönsten Bahn Österreichs fahren möchte, muss mit der Mariazellerbahn fahren. USP. Unique Selling Point, also ein einzigartiges Verkaufsmerkmal, das sei die Mariazellerbahn. Und mit der schönsten Bahn sind nicht nur die brandneuen Züge gemeint, die Himmelstreppe, der neue Stolz der Mariazellerbahn. 2013 wurden die ersten ausgeliefert und erprobt. Die Bahn erlebt einen Umbruch. Neu und alt sind in diesem Jahr bunt gemischt. Die Strecke wurde komplett saniert. Ein politischer Kraftakt. 117 Millionen Euro hat sich das Land Niederösterreich die Renaissance der Bahn kosten lassen. Geprägt wurde die Bahn bisher von den nun über 100 Jahre alten E-Loks und ihren Wagen. In den 50er Jahren haben die Züge zwar ein neues Aussehen bekommen, die Technik aber blieb gleich. Auf der Mariazellerbahn schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Ein fast vergessenes Technik- wie Landschaftsidyll. Lokführer Michael Häusler schätzt die Arbeit auf seiner Strecke. Das Besondere und Schöne an dieser Strecke ist eigentlich der gesamte Verlauf. Die Abwechslung. Zuerst ist es im Tal flach, dann wird es ein breites Tal, dann wird es immer schmäler, teilweise dann schon ein bisschen schluchtartig. Und sensationell ist dann die Bergstrecke mit den vielen Kunstbauten, vielen Viadukten, Brücken, Tunnels. Die Loks der Baureihe 1099 waren einmal Hightech-Produkte. Inzwischen sind sie rollende Museumsstücke. Die wohl einzige E-Lok-Reihe, die über 100 Jahre dauerhaft im Betrieb stand. Nostalgie pur.
Doch das war auch das Problem. Es wurde kaum mehr investiert und die Pilger wallfahrten längst per Bus. Düstere Aussichten für die Bahn und vor allem für die Menschen, die entlang ihrer Strecke wohnen. Ein Bekenntnis für den Erhalt der Strecke hat der Hotelier und Aktivist Johann Weiß immer abgegeben. Lange hat er mit vielen Kommunalpolitikern für die Bahn gekämpft. Eine Lebensader sei die Eisenbahn im Tal der Pilach. Die Bahn ist unsere Elektromobilitätsachse, die uns den Anschluss an die Westbahn, also in die weite Welt gibt und unser Tal aufschließt, sowohl für den Pendlerverkehr als auch touristisch. Schonende Mobilität und Ökologie liegen Weiß am Herzen. So, wo habe ich dann meinen Einstieg? In seinem Kräutergarten wächst Heimisches, was später frisch auf den Tellern der Gäste landet. Da ist ein wunderschönes Nest. Ein Spargelsalat. Wir haben weit über 1000 verschiedene Pflanzen, einen sehr hohen Wildkräuteranteil, der auch genutzt wird. Zum Beispiel Schildampfer ist ein ganz toller, der Bruder des Saurampfers. Wunderbare Salatwürze, ja, wächst an Stellen, wo es gar nicht so besonders fruchtbar sein muss und ist eine herrliche Ergänzung in der Salatpalette. Oder Baldrian als für den Salat, den Baldrianblättern. Ein naturbelassener Teich rundet den Garten von Johann Weiß ab. Mhm. 1907 wurde die Gesamtstrecke zunächst mit Dampfbetrieb eröffnet. Mehr als 90 Kilometer windet sich die Schmalspurbahn durchs Gebirge. Der Ansturm der Pilger war enorm. Bald konnte die Bahn die Massen kaum mehr bewältigen. Es musste sogar die Werbung für die Bahnlinie eingestellt werden. Schon 4 Jahre nach der Eröffnung wurde die Strecke elektrifiziert. Auch ein zweigleisiger Ausbau stand zur Debatte. Doch der Einsatz vollkommen neu entwickelter elektrischer Loks machte den überflüssig. Der elektrische Betrieb auf einer Schmalspurbahn war revolutionär. Und er war äußerst zuverlässig. Und das bis heute. Wieder treffen wir Michael Häusler. Auf einer Lok der Baureihe 1099 wollen wir über die spektakuläre Gebirgsstrecke Richtung Mariazell fahren. Wir verlassen Laubenbachmühle. Hier am Ausgangspunkt der Bergstrecke hat man ein völlig neues Betriebsgebäude für die modernen Triebwagen, die sogenannten Himmelstreppen, gebaut. Für den Lokführer haben alte wie neue Technik ihren Reiz. Diese 100 Jahre alte Lokomotive hat ungefähr eine Leistung von 600 PS. Die Himmelstreppe hat eine Leistung von 1200 Kilowatt. Hier müssen wir alles selbst überwachen. Das heißt also, hier gibt es keine Elektronik, die mich überwacht, jetzt außer der Todmann-Einrichtung, der SIFA-Einrichtung. Hier ist man also wirklich noch Maschinist und Lokführer und das ist eine Herausforderung und hat durchaus seinen Reiz. Auf der Himmelstreppe fährt man am luftgepolsterten Sitz, im klimatisierten Führerstand, mit Tempomat und hat also alle Annehmlichkeiten eines wirklich modernen Fahrzeugs. Tief unten liegt das eben verlassene Laubenbachmühle.
Winterbach gerade angekommen und haben hier jetzt dann eine Zugkreuzung. Sprich, auf der eingleisigen Strecke müssen wir abwarten, bis der Gegenzug eintrifft und die Strecke wieder frei ist. Gelegenheit, den Bahnhof Winterbach näher zu betrachten. Ein kleines Museum ist hier eingerichtet. Als ob der letzte Bahnbeamte der österreichischen Bundesbahnen eben erst seine Dienststelle verlassen hätte. Peter Siegel hat das kleine Museum eingerichtet. Er fühlt sich der alten Bahn so verbunden, er hat sogar eine Wohnung im Bahnhof Winterbach. Doch auch dem Neuen gegenüber ist er aufgeschlossen. Es bleibt die 1099er, es bleiben die Triebwagen, aber die Neue gehört dazu. Erstens einmal für den Pendlerverkehr. Die Leute, die auf St. Pölten pendeln, müssen natürlich schnell raus in die Arbeit. Und die alten Leute können auf die alten Züge nicht mehr aufsteigen, weil die Stufen zu hoch sind. Von nun an ist die Strecke geprägt von einem Tunnel nach dem anderen. Mehr als 20 gibt es bis Mariazell. Der Aufwand, die Strecke zu bauen, war enorm. Wir kommen dann zum Bösing-Tunnel. Das ist der längste Tunnel auf der Mariazeller Bahn mit 2369 Metern Länge, der Scheiteltunnel. Im Bösing-Tunnel selbst hat es das ganze Jahr hindurch 8 Grad ungefähr. Der Scheitelpunkt der Strecke liegt also in der Mitte des Tunnels, der höchste Punkt der Mariazeller Bahn auf knapp 900 Meter Seehöhe. Der Gösing-Tunnel war damals für eine Schmalspurbahn ein besonderes Bauwerk. Der längste Schmalspurtunnel Österreichs. Und das ist er bis heute. Kurz nach dem Bahnhof Gösing der beeindruckende Gösing-Viadukt. Tunnel und Brücken reihen sich nun in dichter Folge. Der Blick auf den Ötscher, das beherrschende Bergmassiv der Region. Aber auch das ist die Mariazeller Bahn. Vorbei geht es an einem idyllisch gelegenen Stausee. Doch auch er hat direkt mit der Bahn zu tun. Er ist die Quelle der Stromversorgung. Denn mit der Bahn kam auch der Strom in die entlegene Region. Andreas Diegruber sorgt mit dafür, dass die Loks genügend Strom bekommen. Und dafür geht es erst einmal abwärts. Der Schrägaufzug hinunter in die Schlucht ist der einzig direkte Weg zu seinem Kraftwerk. Eine Straße gibt es zu einem der wohl einsamsten Arbeitsplätze Österreichs nicht. Wie
ein verwunschenes Schloss liegt das Kraftwerk Wienerbruck in der Schlucht. Der Stausee, an dem der Zug entlangfährt, liegt hoch darüber. Mehrere Stauseen und Kraftwerke bilden ein ganzes System zur Stromversorgung der Bahn. Und so hatten die wenigen Bewohner der Gegend schon kurz nach der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert Strom, während in Wien mancher Bezirk noch lange auf einen elektrischen Anschluss warten musste. Zwei der vier Generatoren stammen noch aus der Anfangszeit und sie funktionieren immer noch. Heute sind sie die Reserve, die nur noch selten gebraucht wird. Aber ganz auf sie verzichten will man nicht. Damals war das das größte Kraftwerk der Donaumonarchie. Wasserturbine wird schon normal für Generationen gebaut. Aber diese 100-Jährigen, was wir da haben, die sind schon was Besonderes. Also ist schon eine Seltenheit, dass sie über 100 Jahre in Betrieb sind. Und die sind mittlerweile ja 105 Jahre in Betrieb, also betriebsfähig. Das ist schon was. 25 Jahre bin ich schon hier. Und ja, es passiert erstens einmal in dieser Zeit schon sehr viel. Und darum hat man dann schon ein bisschen einen Erfahrungsschatz, wo man sagt, okay, das war schon einmal und das war noch nie. Und wenn man mal reingeht, man hört schon am Klang sofort, ob da was los ist. Auch am Geruch teilweise. Also wenn irgendwo ein kleiner Elektroschaden ist, das riecht man sofort. Weiter geht die Fahrt durch die Felslandschaft. Und einen Tunnel später folgt einer der eindrucksvollsten Ausblicke, den die Mariazeller Bahn zu bieten hat. Freilich ist er entsprechend kurz. Es ist der Blick auf die sogenannten Zinken. Im Original ist es manchmal schwierig, die Bahn zwischen Wald und Fels zu sehen. Freien Blick auf die Mariazeller Bahn kann man allerdings haben. Gegenüber dem Bahnhof in Kirchberg. An Wochenenden ist diese Modellbahn zu besichtigen. Hier ist die Bergstrecke im Detail dargestellt. Erst im Modell wird deutlich, wie die Kehren angelegt sind, auf denen sich die Züge den Berg hinaufarbeiten. Der Kösing-Tunnel. Es braucht eine ganze Weile, bis der Zug durchgefahren ist. Ganz wie im Original. Den Stausee bei Wienerbruck. Jeden Tunnel, jeden Viadukt hat Ernst Kainz ganz nach dem Vorbild gestaltet. Mehr als 25.000 Arbeitsstunden hat er dafür gebraucht. Der Erbauer ist allerdings vor Jahren verstorben. Nun kümmern sich die Gemeinde Kirchberg und ein eigens gegründeter Verein um die Modellbahn. Wer mit Begeisterung das Modell betrachtet oder die Fahrt im Zug genießt, verliert oft den Blick darauf, warum die Strecke überhaupt gebaut wurde. Es ist eine Pilgerbahn, auch wenn heute die meisten Pilger mit dem Bus reisen. Thomas Brunner ist offizieller Pfarrer für die Eisenbahner Österreichs und auch privat ein großer Eisenbahnliebhaber. Er sieht durchaus noch eine Verbindung zwischen Bahn und Pilgertum. Pilgern ist immer ein Sinnbild, ein Symbol für unser menschliches Leben.
Wir gehen durch Höhen, wir gehen durch Tiefen, wir gehen bequeme Wege, wir gehen anstrengende Wege. Und als Christ habe ich ein letztes Ziel vor Augen, und von dem ich überzeugt bin, dass es ein schönes Ziel ist, dass es die ewige Herrlichkeit ist, um es theologisch auszudrücken. Und dieses Ziel zu erreichen, ist manchmal sehr anstrengend. Aber es tut auch gut, die Gegebenheiten zu nutzen, den Fortschritt zu nutzen und in unserem Fall dann auch die Bahn zu erreichen, um nach Mariazell zu kommen und von dort gleichsam herunterzuschauen in die Niederungen des Lebens und sich zu freuen, dass wir ein schönes Ziel haben. Heute muss die Bahn um die Gunst der Pilger eher werben. Ein Problem: Der Bahnhof liegt nicht in der Ortsmitte, direkt bei der Wallfahrtskirche. Und wer mit dem Bus eigens von weit her kommt, steigt nicht auf den letzten Kilometern in den Zug. Viele der Pilger kommen aus Osteuropa, wo Mariazell einen großen Stellenwert besitzt. Entstanden ist der Wallfahrtsort 1157. Um eine hölzerne Marienstatue wurde damals eine Kapelle gebaut. Zumindest kleine Statuen hat Bruno Haberteuer am Wallfahrtsort entstehen lassen. In seinem Wohnhaus kann man seine mechanische Krippe besichtigen. Der Begriff Krippe trifft das, was hier geschaffen worden ist, nicht ganz. Vielmehr ist es ein Leben Jesu in 12 Szenen. In rund 18 Wintern wurde die Krippe in orientalischem Stil gebaut. Die Anregung dazu bekam Bruno Haberteuer von seinem Großvater. Die komplizierte Mechanik ist vor den Blicken der Zuschauer gut verborgen. Die Krippe wirkt wie eine Theaterinszenierung. Alles ist aufeinander abgestimmt. Von der Geburt bis hin zur Auferstehung. Bei jeder Figur habe ich mir was gedacht. Bei jeder Figur. Beim Hirtenfeld, wie er in die Ferne schaut, dann bei der Krippe, das haben die anderen nicht. Ich habe mir gedacht, lass mal's wiegen. Setzen wir der Mutter Gottes Jesukindl am Schoß und lassen wir es wiegen. Das hat noch keiner gehabt. Und das schaut gut aus. Dann Josef, wie er sich hinunterdreht und schaut. Und der Hirte, wie der andere sagt, geh weiter. Also das ist eine Lieblingsszene von mir. Ein harter Schnitt in die Moderne. Einer in die Zukunft der Mariazeller Bahn. Das neue Betriebszentrum in Laubenbachmühle. Am Fuß der Bergstrecke, dem neuen Mittelpunkt der Bahn, ist ein Zentrum entstanden, das Werkstätte, Abstellanlage und Bahnhof miteinander vereint. Achtung, Zug fährt aus. Achtung, Zug fährt aus.
Rund 117 Millionen hat das Land Niederösterreich in die Mariazellerbahn investiert. Eine kühne Investition. Die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft ist daher zum Erfolg geradezu verdammt. Ja, man weiß das natürlich nie, aber ohne Mut kann man natürlich auch nichts bewegen. Und wir hatten mit diesem Betriebszentrum ja auch mehrere Intentionen. Wir wollten ja nicht nur ein Zentrum für die Bahn bauen, wir wollten auch ein Zentrum für die Region bauen. Wir wollten Arbeitsplätze in die Region bekommen. Hier diese Ortschaft, die Sie hier sehen, Frankenfels, ist ein Abwanderungsgebiet. Die Leute ziehen hier weg, weil es zu wenig Arbeitsplätze gibt. Und so war es klar, wenn wir das hier machen, dann können wir auch Arbeitsplätze schaffen. Und dieses Konzept ist auf jeden Fall aufgegangen. Modern, aber mit dem heimischen Material Holz aus einer der waldreichsten Gegenden Österreichs ist das Betriebszentrum gebaut. Tradition und Moderne sollen verbunden werden, auch im Betrieb. Die neuen Triebwagen übernehmen den Hauptverkehr, aber die über 100-jährigen E-Loks fahren mit Nostalgiezügen weiter. Kein kleiner Aufwand, beides am Laufen zu halten. Ja, wir sagen eigentlich, wir gehen vom 19. Jahrhundert in das 21. Jahrhundert. Denn die Lokomotiven, die hier noch fahren, sind ja tatsächlich aus dem Beginn, muss man sagen, des 20. Jahrhunderts. Die Wagen zum Beispiel sind noch aus dem 19. Jahrhundert. Und daher gehen wir vom 19. direkt ins 21. Jahrhundert mit all den Verwerfungen, die es natürlich dabei auch gibt. Wir müssen auch unser Personal komplett neu schulen, neu aufnehmen teilweise. Wir sind ja jetzt von der Schlosserei direkt in die Mechatronik gegangen oder gehen. Das heißt, man braucht neue Fertigkeiten und das ist auch die Chance für unsere Bahn. Gedreht haben wir eine Bahn im Umbruch. Die alten Züge waren noch im Planeinsatz. Inzwischen sind sie von der Himmelstreppe abgelöst. Die Bergwelt können die Fahrgäste nun sogar aus Panoramawagen bewundern. Eine riesige Investition in eine Bahn, die von der Stilllegung bedroht war. Eine Entscheidung mit großem politischen Mut. Ich schätze die Investition des Landes als extrem wichtig. Und wäre das nicht passiert, wäre sie tot. Die Mariazellerbahn braucht die neuen und die alten Fahrzeuge. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Mariazellerbahn eine Erfolgsgeschichte war und jetzt wieder wird.